Hitradio FFH. Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau. Ey, da kriege ich so einen Hals. Der Januar ist der schlimmste Monat überhaupt. Aber nicht etwa wegen der harten Vorbereitung der Bundesliga-Vereine, sondern wegen dem Dschungelcamp. Z-Promis, die nichts können, werden im Wald ausgesetzt und spielen gegeneinander. Ist also praktisch wie das Trainingslager von Schalke 04. Nö, Stefan, dich schicken wir auch ins Dschungelcamp. Dich kennt auch keine Sau und du kannst auch überhaupt gar nichts. Am besten finde ich ja diese Ekelprüfung. Oder wie es bei uns heißt, Duschen mit dem Hermann. Die Kandidaten müssen da immer so widerliches Zeug essen. Das dürfte ja kein Problem sein. Die sollen einfach an die Deutschlandspiele bei der Fußball-WM denken. Da müssen sie erstmal kräftig schlucken. Apropos WM. Jetzt hat sie ja begonnen. Die Handball-WM. Stefan, du weißt schon, welche Muskulatur am meisten beansprucht wird, wenn du mal einen Handball wirfst? Die Lachmuskulatur. Deutschland spielt heute Abend als erstes gegen Katar. Ich glaube ja, die Handballer ziehen im Gegensatz zu den DFB-Jungs durch. Statt Hand vor dem Mund beim Mannschaftsfoto spielen die mit Regenbogen-Irokesenschnitt. Der Ex-Eintracht-Trainer Adi Hütter sollte vielleicht auch Handballtrainer werden. Bei einer Hallensportart kann man nämlich seine Mannschaft nicht im Regen stehen lassen. Und nein, Kevin, schöner Wurf ist kein Spruch, den man im Kreißsaal brüllt. Mann, 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 ich weiß, welche Position unser Kevin im Handball spielen würde. Pfosten! Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison! Thorsten Behr ist Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.